Ja, herzlich willkommen zu dem Workshop der Grenzen, Grenzen überschreiten, Grenzen erkennen, zu sehen, was machen wir überhaupt mit Grenzen. Entgrenzen war ja ein Thema in dem Motto der diesjährigen Petersberger Trainertage. Und ich habe das so für mich zum Anlass genommen, um zu schauen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir das Wort Grenze sprechen? Was können wir darunter verstehen, wenn wir das Wort Entgrenzen hören? Und so das Ganze vor dem Hintergrund, dass ich ja als Unternehmensberaterin eng mit dem SYST-Institut zusammenarbeite, mit dem SYST-Institut in München. Kurze Frage, wer kennt das SYST-Institut irgendwie? Nur kurz. Okay, dann sage ich noch etwas gerade zu dem SYST-Institut. Das sitzt in München, wurde gegründet von Matthias Wager von Kiebelt und Insa Sparra und ist ein Institut für systemische Fortbildung, Ausbildung und Forschung und hat sehr viel gearbeitet in Richtung Weiterentwicklung des gesamten systemischen Wissens auch. Und dabei sind eine Vielzahl von Prinzipien, Formaten und Schemata entstanden, die es ermöglichen, im Zustand, wie wir es nennen, des Nichtwissens zu arbeiten. Das heißt also, was auch immer die Themen, seien es Probleme, seien es Konflikte, seien es Fragestellungen in Organisationen oder von Coaches sind, wie können wir gut mit ihnen arbeiten, ohne im Detail sozusagen in das Problem, in den Konflikt hineinzugehen und sich da erstmal inhaltlich sachkundig zu machen. Und ein Schwerpunkt dabei ist auch, sich mit dem Thema der Sprache zu beschäftigen. Sprache vor folgendem Hintergrund. Für alle diejenigen von Ihnen, die sich mit dem Thema NLP mal näher beschäftigt haben und vielleicht auch alle anderen kennen diesen sehr bekannten Satz, dass the map is not the territory, also die Landkarte ist nicht die Landschaft. Das geht ja auf das Thema von Sprache, nämlich Sprache als Landkarte zu verstehen, als Modellbildung. Wir bilden mit der Sprache Modelle der Wirklichkeit und dann ist ja die Frage, inwieweit wir mit der Art und Weise, wie wir Landkarten bilden, die Wirklichkeit vernünftig, was immer vernünftig heißen mag, abbilden eigentlich. Das ist ja ein großes Thema, mit dem sich das NLP beschäftigt. Und NLP geht ja in diesem Sinne zurück auf Koschipski. Also Koschipski war eigentlich der Vater, könnte man sagen, des NLP. Leider wird er nicht mehr allzu oft zitiert. Zu SYST gehört auch, dass wir versuchen, möglichst die Quellen lebendig zu halten, damit wir immer wieder von den Quellen auch nehmen können. Und dieses Zitat stammt von Koschipski. Und da sind wir schon bei dem Thema von Grenze, nämlich wenn wir eine Landkarte haben, mit der wir arbeiten, hat jede Landkarte Grenzen, weil jede Landkarte macht sozusagen eine Merkmalsverkürzung. Das heißt, keine Landkarte kann die Wirklichkeit vollständig abbilden. Sie müsste dann genauso groß sein wie die Wirklichkeit. Also wenn Sie eine Wanderkarte nehmen, können Sie keine Wanderkarte machen, wo jeder Grashalm abgebildet ist. Geht überhaupt nicht. Wo jeder Käfer abgebildet ist. Also jede Landkarte hat eine Merkmalsverkürzung. Da sie eine Merkmalsverkürzung hat, eine Landkarte, hat unsere Sprache in dem Sinne auch Merkmalsverkürzungen und damit hat sie Grenzen. Und jetzt gibt es eine starke Vermutung, die man auch sehr mal sehr theoretisch, systemtheoretisch und sprachphilosophisch begründen kann, dass wir nur das denken können, was wir sprechen können. Und wenn wir nur das denken können, was wir sprechen können, heißt das, dass unsere Landkarte uns damit auch Grenzen setzt, nämlich Grenzen in dem, was wir denken können. Beispiel dafür, wenn wir sagen, ich habe ein Problem. Naja, ich habe ein Problem, wo ist es denn? Also ich kann sagen, ich habe einen Schal. Ja? Und wenn ich diesen nicht mehr möchte, kann ich sagen, ich nehme den Schal und packe ihn weg. Aber wo ist denn mein Problem? Also in der Tasche ist es nicht, garantiere ich Ihnen. Ja? So, aber wo ist es denn jetzt? Ist es neben mir? Ja?
Also wo habe ich es sozusagen? Wenn ich in der Sprache sage, ich habe ein Problem, könnte man ja denken, aha, wenn ich es finde, wo ich es denn versteckt habe, in der Tasche, in den Schuhen, vielleicht hinten irgendwo, dann kann ich es nehmen und wegpacken, so ähnlich wie ich den Schal hier wegpacken kann. Damit begeben wir uns auf die Suche danach, sozusagen, wo habe ich es denn? Und wenn ich es gefunden habe, in der Hoffnung, dass ich es dann wegtun kann. Wir alle wissen, es ist ein Irrtum. Unsere Sprache suggeriert es aber. Eine andere Form wäre, darüber zu sprechen, ich befinde mich in einem Problemzustand. Also das heißt, ich befinde mich hier in einer, also hier nicht, schon mit hier bin ich in keinem Problemzustand, Entschuldigung, ich befinde mich hier, oder nicht hier, sondern woanders in einer Situation oder nur hier, die ich als Problemzustand bezeichne. Ja? Und wenn ich mich in einem Problemzustand bezeichne, dann ist die Frage, wie komme ich aus ihm raus? Ist also nicht mehr, wie werde ich mein Problem los, sondern wie komme ich aus diesem Problemzustand heraus? Und wie komme ich aus dem Problemzustand heraus? Dann sind wir bei einem ersten Tool, was am SYST-Institut entwickelt worden ist, nämlich die Problemaufstellung. Wie komme ich raus, heißt, irgendetwas an diesem Zustand gefällt mir ja nicht, möchte ich anders haben. Also habe ich ein Ziel, wo ich sage, ach, in die Richtung möchte ich. Wenn ich jetzt aber hier in diesem Problemzustand bin und dort ist mein Ziel, dann ist ja die Frage, warum gehe ich da nicht einfach hin? Ich könnte doch einfach hier rausgehen und dahin gehen. Irgendwie gibt es aber anscheinend ein Hindernis.